und willkommen hier zur nächsten Bundesliga-Orakel-Konferenz hier auf meinem Kanal. Willkommen zur zweiten Bundesliga, nicht zur ersten, Leute. Die zweite Bundesliga ist am Start. Letzte Woche war sie leider nicht am Stüsselwandel. Warum? Weil ich leider keine Matchsticks-Action-Booster habe. Und ich finde, die Matchsticks-Action-Booster, die muss man einfach nehmen für die zweite Bundesliga. Was anderes macht einfach keinen Sinn. Die muss man nehmen für die zweite Bundesliga. Heute ist die Konferenz am Start. Nürnberg gegen Hannover 96. Osnabrück gegen Wien Wiesbaden. Hamburg gegen Regensburg. Heidenheim gegen KSC. Darmstadt gegen Bochum. Kiel gegen Greuther Fürth. Dresden gegen Aue. Sandhausen gegen Pauli. Stuttgart gegen Bielefeld. Also wirklich geile Partien. Vor allem hier Nürnberg, Hannover. Dresden gegen Aue. Die Dresden-Spiele, die verfolge ich ja meistens, also ich gucke sie mir nicht an, aber mich interessiert auf jeden Fall das Ergebnis. Dann Hamburg, meiner Meinung nach wäre es geil, wenn Hamburg wieder in der ersten Liga spielen würde. Genauso Stuttgart gehört für mich auch in die erste Liga. Also Hamburg-Stuttgart sind für mich zwei Städte, zwei Vereine, die einfach in die erste Bundesliga gehören. Ist einfach so. Dresden würde ich auch mal gerne in der ersten Bundesliga sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vier Booster sind am Start. Und ihr wisst ja, diese Woche könnt ihr auch endlich hier richtig geil mittippen in der zweiten Bundesliga. Vorhin in der ersten Bundesliga hatte ich es euch nochmal erklärt. Jede Partie hat jetzt einen bestimmten Hashtag hier. Was nehmen wir als Beispiel? Wir nehmen hier Beispiel Heidenheim KSC, Hashtag FCH KSC und danach kommt das Ergebnis. Und ihr seht jetzt bei allen neuen Partien die Hashtags eingeblendet. Diese Hashtags müsst ihr verwenden, ansonsten habt ihr keine Möglichkeit, in die Serie Orakel weiter reinzukommen. Nämlich folgendes: Wenn ihr richtig kommentiert, seid ihr mit dabei in der Serie Orakel weiter und könnt automatisch Preise gewinnen hier auf meinem Kanal. Also Leute, denkt an die Hashtags. Alle Hashtags sind eingeblendet von den neuen Partien. Entweder kommentiert ihr alle einzeln, bedeutet ihr kommentiert Nürnberg-Hannover einzeln, ein Kommentar mit dem Hashtag dann, also den Hashtag, dann das Ergebnis, dann kommentieren, oder ihr kommentiert einen Kommentar mit neun Hashtags und dann jeweils nach diesem Hashtag immer die Ergebnisse. Also könnt ihr euch aussuchen, ist mir eigentlich vollkommen Lattenjagen. Vier Päckchen sind am Start und inshallah, ich hoffe, dass ich heute das Osnabrück-Logo ziehe, Bochum-Logo, KSC, Heidenheim-Logo. Nö. Und das Dresden-Logo, weil ich möchte endlich mal nicht diese Papierdinger hier hinlegen. Ich habe die Logos noch nicht gezogen. Mann, vier Päckchen, let's go. Ab geht's, Leute, ich würde sagen, wir gehen rein in die erste Halbzeit hier. Ab geht da der Peter. So, wir starten mit... Ja, womit starten wir? Wir starten wirklich mit einem Zweitligisten. Danilo Soares. VfL Bochum geht in Führung in Darmstadt. Hier in der Mitte sind wir in Darmstadt gegen Bochum. 0:1 für den VfL. Dann haben wir Union Berlin, Union 1. Liga, Köln ebenfalls, Düsseldorf 1., Hannover 96, Ron-Robert Zieler. Das ist kein Tor für die 96er, sondern es ist quasi ja, eine Joker-Karte, kann man schon fast sagen. Ne? Die nächste Nürnberger Karte wird dann nämlich abgewehrt. So, Wolfsburg 1. Liga, Gladbach 1. Liga, Frankfurt 1. Liga, Schalke, dann Pauli, aber Florian Carstens mit dem 0:1 für St. Pauli gegen Sandhausen. Und dann haben wir hier auch noch das Logo von Holstein Kiel. Leider nicht das Logo gezogen, was ich hier gesucht habe, oder eins der Logos. Kiel mit dem Doppelpack in Kiel gegen Greuther Fürth, 2:0 für die Kieler Bande. Zweites Pack, womit geht es weiter? So, es geht weiter mit Dynamo Dresden, natürlich, wer auch sonst, ne? Der Ex-Berliner, der Ex-Hertaner Patrick Ebert, 1:0 für Dynamo Dresden. Das wäre enorm wichtig. Da muss man einfach so sagen, 1:0 Dynamo Dresden. Dann haben wir Risse für Köln, dann haben wir Union, Hertha BSC, Hoffenheim, Hannover 96 mit dem 0:1. Jetzt ist es passiert. Edgar Pripp, das ist die 0:1 gegen Nürnberg. Und da sieht es jetzt richtig gut aus für Hannover, muss man einfach so sagen. Ron-Robert Zieler auch noch da. Ja. Souverän. Sagen wir es mal so. Souverän. Nicolas Gonzalez, die Stuttgarter Schwaben, auch mit dem ersten Tor in der Partie. Und gegen Bielefeld. Der KSC. Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Hoffmann mit dem 0:1
gegen Heidenheim. Dann haben wir noch Lukas Hernandez von Bayern. Bayern natürlich logischerweise erste Liga. Das ist der Halbzeitstand hier. Also 0-1 Hannover führt, 0-0 in Osnabrück, 0-0 in Hamburg, 0-1 in Heidenheim, ein 0-1 in Darmstadt, ein 2-0 in Fürth, ein 1-0 in Dresden, ein 0-1 in Sandhausen und ein 1-0 in Stuttgart. Also nur gerade mal zwei Partien, wo noch kein Tor gefallen ist. Uiuiuiui. Hat man das schon mal? Ich weiß es nicht genau. So viele zweite Bundesliga-Konferenzen gab es hier noch nicht auf meinem Kanal. Aber es macht meiner Meinung nach mega, mega Bock. Und das war ein geiler Vorschlag von euch, weil das war ein Community-Vorschlag. Orakel doch mal die zweite Bundesliga. Und so in der Konferenz macht es doch mega Laune. Gerade mit den ganzen Torhymnen, finde ich, ist das einfach herrlich. Ich höre mir, wenn ich die Videos hier fertig mache im Schnitt, denke ich mir immer, also die Torhymnen, die höre ich mir auch einfach mal zwei, dreimal an. Weil die Torhymnen sind einfach geil. Vor allem in der ersten Bundesliga, Paderborn, Leute. Ich liebe diese Torhymnen, ne? Ich liebe diese Torhymnen. Ich liebe diesen Verein, der SCP, der SC Paderborn. So, weiter führt mit dem Anschluss. Heidenheim mit Robert Leipertz 1-1 gegen den KSC. Gerade Paderborn angesprochen, jetzt sehen wir hier Paderborn, Hertha, Wolfsburg, Gladbach, HSV. Ja, HSV mit Lukas Hinterseher. 1-0 gegen Jan Regensburg. Ja, die nächste Partie mit keiner torlosen Partie, sage ich mal, ne? Könnt ihr mir folgen? Alexander Mühling. 3-1 wieder. Ja, machen das nächste Tor 3-1 und auch Stuttgart am Start hier. Auch Stuttgart mit dem Doppelpass sogar. Also, das ist der Dreier auf jeden Fall. Für den VfB. Dann haben wir noch Kai Havertz als Club 100 und Schwolo Freiburg erste Liga. Ja, viele Partien, wo noch was entschieden werden kann. Letztes Pack. Gibt es hier und da auf einem der Plätze vielleicht nochmal eine Entscheidung? Alter Falter, guckt euch das an. Wir ziehen hier einfach eine limitierte Auflage und das ist von Marc Oliver. Und das ist das 5-0 in Stuttgart. Also wer hätte damit gerechnet? 5-0 gewinnt Stuttgart gegen Bielefeld. Vielleicht ist es real, Leute. Also wenn das real ist, dann... Uiuiuiui. Uiuiuiui. 5-0. Dann haben wir Chung Yong Lee für die Bochumer. Und Bochum mit dem 0-2 gegen Darmstadt. Zack. Köln. Düsseldorf. Leipzig. Dann Boateng, Bazdos, Toprak, Otschipka, Osnabrück darf nochmal und das ist die Partie, wo noch kein Tor gefallen ist. Jetzt ist aber David Flacher, Osnabrück mit den 1-0 gegen Wien Wiesbaden. Neben Subotic noch als limitierte Auflage nicht, sondern als Matchwinner-Karte von Union Berlin. Und das ist die Entscheidung, Leute, die Konferenz. Ist vorbei, Ende aus, vorbei, Ende Gelände. Wir haben somit ein 0-1 in Hannover. Nein, nicht in Hannover, in Nürnberg. Also der Dreier geht aber trotzdem an Hannover, weil Hannover hat gewonnen mit 0-1. Osnabrück nimmt den Dreier mit gegen Wiesbaden. HSV nimmt den Dreier mit gegen Jan Regensburg. Eine Punkteteilung in Heidenheim, ein 0-2. Der Dreier aufs Konto von Bochum in Darmstadt. Ein 3-1 in Kiel, ein 1-0 in Dresden, also alle Dresdner Fans hier. Und ich weiß, dass ich einige Dresdner Fans habe. Ja, ein 1-0 und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Erfolg für die SGD. 0-1 für St. Pauli in Sandhausen und ein 5-0. Einfach mal, ja, die Schwaben schießen Bielefeld aus dem Stadion. 5-0 Stuttgart mit dem Dreier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt an die Hashtags, wenn ihr mitkommentieren wollt, Leute. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, lasst ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns logischerweise, ja, wo sehen wir uns wieder? Leute, ihr wisst es doch, beim nächsten Video hier auf meinem Kanal. Ich bin raus. Puh, das war mal wieder geil, finde ich, oder? Leute, ich bin wirklich jetzt raus, haut rein und tschüssikowski.